Hallo, heute lese ich den sechsten Kontaktbericht vor, der für mich einer der wichtigsten ist, weil er die Evolutionsstufen aufzeigt. Und das war für mich auch so ein Schlüsselerlebnis, dass ich hier auf einem guten Pfad bin. Und ja, jeder hat sicherlich andere Schlüsselerlebnisse oder andere Kontaktberichte, die für die Person besonders wichtig sind. Aber wie gesagt, der sechste war es für mich, weil das für mich so logisch und klar nachvollziehbar war, dass der Sinn des Lebens darin besteht, zu evolutionieren. Und jeder braucht da halt seine Zeit für und muss all diese Stufen durchlaufen. Da kann man auch keine überspringen. Sechster Kontakt. Sonntag, 23. Februar 1975, 22.30 Uhr. Semyase, es ging sehr lange, bis du zu diesem nächsten Kontakt bereit warst. Billy, es hat sich so ergeben, weil ich verschiedene Dinge erledigen musste und daher dauernd angespannt war. Semyase, das kann vorkommen. Jetzt möchte ich dir aber weiteres erklären. Billy, kann das nicht noch warten, denn ich hätte selbst etwas, das mich sehr interessiert. Etwas, das auch andere sehr beschäftigt, nämlich das Leben des Menschen im Gesamten. Semyase, wie du willst, aber ich wollte dir eigentlich einen Auftrag erteilen und meine letztmals begonnene Geschichte weitererzählen. Das kann aber warten, wenn du deiner Ansicht nach etwas Wichtigeres hast. Billy, danke, Semyase. Das zeigt auch schon wieder, wie sie ihn respektiert und nicht wie das bei uns wäre, ja, du musst jetzt zuhören, und sondern dass sie ihm die Freiheit lässt, wenn er etwas Wichtiges hat, dass das sicherlich seinen Grund hat und sie dann auch da nicht dogmatisch, so wie so ein dummer Lehrplan, sondern darauf eingeht und ihn gewähren lässt und dass er seine Frage vorbringt. Und Billy sagt dann, tatsächlich habe ich gegenwärtig etwas, das mir sehr wichtig erscheint. Das Leben des Menschen, wie ich schon sagte. Das heißt, ich interessiere mich für die Entwicklung des Lebens, seine Einteilung, den Geist und seine Entwicklung und wie es steht mit der gesamten Wiedergeburt. Semyase, ach so, ein Gebiet, das nicht nur mir Kopfzerbrechen bereitet. Andererseits aber eine Wissenschaft, die sehr weitläufig ist und auch bei uns noch keine derartigen Erkenntnisse gebracht hat, dass uns die letzten Geheimnisse bekannt wären. Daher kann ich dir darüber auch nur das erklären, was uns bekannt ist und das, was wir als gegeben annehmen. Im Großen und Ganzen sind es eigentlich nur 5 sehr wichtige Punkte, die wir genau kennen, während 2 weitere Punkte auch für uns noch keine Gewissheit sind. Ich habe Billy nach diesen anderen 2 Punkten gefragt, aber weil Semyase später nicht darauf eingeht, weiter, das hat er mir aber nicht beantwortet. Beziehungsweise er wusste es nicht. Genau. Diese führen nämlich bereits hinein in die Geheimnisse der Schöpfung, die auch für uns unnahbar sind. Nichtsdestoweniger möchte ich dir aber auch diese unsere Annahmen nicht vorenthalten. Das Leben vom Anfang bis zum Ziele gliedert sich, wie gesagt, in 7 Hauptstufen oder Hauptperioden. Diese sind wiederum in 7 Unterperioden unterteilt und ergeben so ein Ganzes, also insgesamt 49 Stufen. Die Unterstufen oder Unterperioden können mit Schulstufen verglichen werden, nur dass diese aber nicht auf ein Jahr, sondern auf ein Menschenleben berechnet werden müssen. In einer Unterstufe ruht also eine ganz bestimmte Entwicklungsform und ein ganz bestimmtes Entwicklungsziel. Sind dann alle 7 Unterstufen durchlaufen, was Hunderttausende von Jahren in Anspruch nehmen kann, dann ist eine Hauptperiode absolviert. Die geistige Lebensform ist völlig geschlechtslos, denn ein Geschlecht ist ausnahmslos nur organischem Leben eigen, wodurch ihm die Fortpflanzung gewährleistet ist. Organisches,
wie geistiges Leben, aber untersteht dem Gesetz der Wiedergeburt, um eine Entwicklung in beiden Formen zu gewährleisten. Daher hat jede menschliche Lebensform 7 bestimmte Hauptstufen oder Hauptperioden zu durchleben und je 7 damit verbundene Neben- oder Unterstufen. Bei ortsbedingten organischen Lebensformen sind die periodischen Folgen der Jahreszeit maßgebend, während bei geistevolutiven oder geistbedingten Lebensformen, wie zum Beispiel der Mensch, die Perioden unregelmäßig sind und oft individuell angesetzt werden. Sie fallen also nicht unter einen ganz bestimmten Zyklus wie Pflanzen und so weiter. Eine Wiedergeburt des geistbedingten Menschen kann nach seinem Körpertode daher bereits nach Sekundenbruchteilen, aber auch erst nach Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden oder nach Hunderttausenden von Jahren wieder erfolgen. In der Regel ist es so, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel 75 Jahre gelebt hat, 150 Jahre, also die doppelte Lebensspanne, im Jenseits sozusagen verbringt, bevor man dann wieder eine Geburt annimmt. Wenn diese Lebensspanne sich stark verlängert, sagen wir wie bei den Plejaden, die 1000 Jahre und älter werden können, dann ist natürlich auch die Zeit im Jenseits dementsprechend länger, also dann ungefähr 2000 Jahre. So, das ist so die normale Aufenthaltsdauer, könnte man sagen, im Jenseits, in der man dann all das verarbeitet, was man im Leben angestellt hat, und beziehungsweise um daraus zu lernen. Und aber noch ein Punkt, ja, dass die Überbevölkerung natürlich dafür sorgt, dass immer mehr Menschen geboren werden müssen und dadurch vorab wieder in einen Körper kommen und im Grunde noch nicht alles verarbeiten konnten aus ihrem vorigen Leben, was dann zu Verwirrung führt und sich eher negativ auf die spirituelle Entwicklung auswirkt. Daher gibt es auch eine spirituelle Komponente, die sehr wichtig ist, was die Überbevölkerung angeht. Es ist nicht nur ein Verbrauchen der Ressourcen, sondern auch, dass eben die Geistformen zu schnell wieder in einen Körper gelangen und sozusagen ihr voriges Leben noch nicht ganz verarbeitet haben. Und das führt dann eben wieder zu Problemen im nächsten Leben und so weiter und so fort. Das sieht man zum Teil auch, was für Grützköpfe wir in den Regierungen jetzt haben, und mit denen kann man gar nicht mehr normal reden, die so wie so fast wie Roboter, fast so, also so dumm. Und das ist das eine. Ja, natürlich ist auch noch eine Agenda-Sache, die da läuft. Aber dass auch eben allein die Überbevölkerung selbst sorgt dafür, dass da die Leute verdummen. Es ist einfach nicht möglich. Die Überbevölkerung nimmt ungefähr so viel zu pro Jahr, über 100 Millionen. Die offiziellen Zahlen sind anders, aber die Zahlen der Plejaden sind um die 100 Millionen oder mehr. Das ist so, als müsste man ganz Deutschland in einem Jahr bauen und Österreich und noch die deutschsprachige Schweiz oder die Schweiz. So viele Menschen sind das. Und natürlich ist das gar nicht möglich, in einem Jahr so viel aufzubauen. Auch wenn man es auf die ganze Welt verteilt. Und das sollte einem schon, allein das Beispiel sollte einem schon klar machen, es ist unmöglich, dass eben fast 9,5 Billionen, Milliarden Menschen würdig leben können. Das ist einfach illusorisch. Gut. Eine Wiedergeburt des geistbedingten Menschen kann, genau das hatte ich gerade vorgelesen, wird ein geistbedingtes Leben frühzeitig vernichtet, respektive
ohne dass es ein relatives Evolutionsziel erreicht hat, dann ist es zu seinem Schaden. Dies darum, weil es seine Unterperiode nicht voll durchlaufen und absolvieren kann und diese Periode durch ein Zwischenleben oder während einem normalen Lebenszyklus wiederholen, respektiere, absolvieren muss, damit es das Periodenziel doch erreicht. Billy, das bedeutet also, dass dieses Leben unter Umständen ein zweites Mal gelebt werden muss? Semyase, in gewissem Sinne ja, wenigstens von dem Zeitpunkt weg, da das Leben gewaltsam vernichtet wurde. Dementsprechend ist dann natürlich auch dieses Leben kürzer, weil es nur noch etwas Versäumtes nachholen muss, um das Periodenziel zu erfüllen. Das Ganze kann aber auch während eines normalen Lebenszyklus nachgeholt werden, je nachdem. Also es kann zum Beispiel sein, dass Menschen ganz überraschend sterben, waren gar nicht krank und man rätselt, warum ist er gestorben? Und eigentlich unerwartet früh aus dem Leben gerissen. Und das kann halt sein, dass die nur etwas nachholen mussten sozusagen aus dem vorigen Leben, was sie da sozusagen, um diesen Punkt zu erreichen. Es kann aber auch eben sozusagen dann in ein nächstes Leben integriert werden, wenn das nur ganz wenig war sozusagen, was man nachsitzen oder nachholen musste. Und dann wird eine normale Lebensspanne mit einem zweiten sozusagen Ziel gelebt. Ja. Billy, dann könnte man dem also sagen, dass es die Hölle wäre, eine Strafe sozusagen. Semyase, sicher, denn Hölle bedeutet in Wahrheit nichts anderes, als dass eine selbstverschuldete Strafe verbüßt werden muss. Immer vorausgesetzt, dass das Leben selbst zerstört, respektive beendet wird. Mit anderen Worten heißt das, dass eine Sünde, ein selbstverschuldeter Fehler, wieder gut gemacht werden muss. Wird das Leben jedoch von dritter Hand vernichtet, dann kann natürlich nicht von Strafe oder Sühne und so weiter gesprochen werden. Billy? Aha, dann sind also Hölle und Sünde in religiösem Sinne barer Unsinn. Semyase? So betrachtet, ja. Billy, heißt das dann also, dass kein eine Schuld trifft, wenn er im Leben Fehler begeht, die er wieder gut machen kann, in der Form, dass er den Fehler, oder wie man das nennen will, erkennt, nicht mehr begeht und als Wissen in sich aufnimmt, woraus dann eine gewisse Weisheit resultieren muss? Semyase, Du vermagst mich in Erstaunen zu versetzen, denn deine Auslegung trifft den tiefsten Kern der Wahrheit. Wir alle haben immer mehr den Eindruck, dass du mehr weißt als wir und dass du uns nur prüfen willst. Irgendwie umgibt dich ein Geheimnis, das wir nicht zu lüften vermögen. Da hatte ich Billy gefragt und dann dachte ich, ja, das ist halt, weil Billy halt nicht nur unser Lehrer ist, sondern er ist auch der Lehrer der Plejaden und dass das das Geheimnis ist. Aber das ist es nicht. Es umgibt ihn da also noch ein anderes Geheimnis und sie löchern ihn auch danach. Er sagt es ihnen aber nicht. Swart wusste um das Geheimnis und Mia sagt das natürlich auch nicht. ich habe ihn aber auch nicht direkt danach gefragt. Ich hatte ihn dann mal gefragt, ob er da, also irgendwas muss er mit den Plejaden und all denen da zu tun haben, schon länger irgendwie, weil er wusste das Passwort zu dieser Bibliothek auf Erra. Das ist eine Geschichte, die ich ein andermal erzählen kann. Und selbst Swart wusste das nicht und er war alleine in dieser Bibliothek und er hat ihnen dieses Passwort jetzt gegeben. Und seitdem können die Plejaden halt auch in diese Bibliothek, die wie eine Kugel gebaut ist und in die niemand eindringen konnte, wo also viele gestorben sind, die das versucht haben.
Ja, und Billy wusste das Passwort und kam da rein, schon als Junge. Da hat das Wart ihn hingeführt. Und ja, daher dachte ich, woher weiß er das Passwort? Und dass er überhaupt weiß, dass das ein Passwort nötig ist. Und dann hatte ich ihn gefragt, ob er die Bibliothek gebaut hat. Das hat er aber verneint. Er hat gesagt, er hat die Bibliothek nicht gebaut. Aber trotzdem, irgendwas muss er damit zu tun haben. Das ist wie auch immer. Vielleicht stellt sich das mal irgendwann noch raus. Gut. Billy, das ist zu viel des Ruhmes, Semyase, denn diese Weisheit ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe sie aus dem Talmud Immanuel. Naja, da lenkt er so ein bisschen ab. Wie er so ist. Semyase, ich verstehe, doch aber sehe ich, dass es auch deine Überzeugung ist und mein Erstaunen dadurch gerechtfertigt wird, so aber auch unsere Vermutung, die ich dir eben kundtat. Billy, du machst mir tatsächlich Spaß, denn brauchst du wirklich eine Rechtfertigung? Semyase, natürlich nicht. Und du verstehst den Sinn meiner Worte genau. Treibe daher bitte keine Haarspalterei und keine Späße mit mir. Billy, ich wollte dich doch nur auf die Rolle schieben. Semyase, das verstehe ich nicht. Billy, das bedeutet, dass ich mir einen Spaß erlaubte. Semyase, ach so, das wusste ich nicht. Diese Redensart ist mir neu. Andererseits zeugt deine Rede aber wieder von deinem eigenartigen Humor, sowie davon, dass wir mit unserer Vermutung doch recht haben könnten. Billy, ich kann eben nicht alles lustig finden und über Dinge lachen, über die andere Menschen lachen können. Ihr Humor erscheint mir oft primitiv und lass nun mal die Vermutung. Semyase, lachend, das ist mir bestens bekannt und ich habe mich oft an deinen eigenartigen Humor erfreut. Gut, lassen wir die Vermutung künftighin beiseite. Lassen wir die Zeit arbeiten. Billy, auch das noch. Ging es nicht anders? Semyase, wieder lachend. Auch ich lache gerne. Billy, das freut mich. Jetzt sind wir aber von unserem Gespräch abgekommen. Semyase, du hast recht. Dennoch habe ich auf deine Frage einiges zu erklären. Die sieben Hauptstufen oder Hauptperioden bedeuten in ihnen wiederum siebenfachen Unterteilungen je eine Ganzperiode. Du würdest dazu sagen, dass es ein Semester sei. Demnach würde das in deinem Sinne also heißen, ein Semester leben, während dem sieben verschiedene Fächer absolviert werden müssen. Ich will dir das schematisch erklären. Am besten lest ihr das nach. Ich kann euch das hier so ganz kurz zeigen. So, ich habe das mal ausgedruckt. Da geht das los mit Primärleben, Schärfe, ja, wie auch immer. Und da jetzt. Es beginnt mit Primärleben und dann beginnen sieben Unterpunkte jeweils und so weiter. Also Primärleben. Erstens Primärleben und jetzt kommt der erste Unterpunkt, primäre Entwicklung des Intellekts und des Bewusstseins. Dann zweitens primäres Intellekt- und Bewusstseinsdenken. Dritter Unterpunkt, primäres Verstandesdenken. Viertens primäre Intellekt- und Bewusstseinskraftanwendung. Fünftens primäre verstandesmäßige Handlungen. Sechstens, primäres willensmäßiges Denken und Handeln. Siebtens, verstandesmäßige Führung des Lebens. Lebensformen in diesen Stufen werden von bereits vernunftbegabten Wesen als geisteskrank, bewusstseinskrank bezeichnet, als Idioten und so weiter, deren Bewusstsein und Intellekt aber in Wirklichkeit einfach willensmäßig noch nicht entwickelt sind. Neugeist, also in Klammern Neugeist, der sich durch Lernen und Erfahrung und so weiter erst bilden muss. Die zweite Stufe ist dann Vernunftsleben. Und da sind die folgenden sieben Unterpunkte. Primäre Entwicklung der Vernunft.
Zweitens, effektive Realisierung der Vernunft und ihre Anwendung. Drittens, primäre Erkennung und Anerkennung höherer Einflüsse. Viertens, Glaube an höhere Einflüsse ohne Wissen zu besitzen. Fünftens, Glaube an höhere Mächte, Wahnglaube, Furcht vor Bösen, Verehrung von Gutem und so weiter und so fort, Keimzeit für Religionen und so weiter. Das ist die gegenwärtige Stufe des durchschnittlichen Erdenmenschen. Das nächste dann, genau. Primäre Erkennung der realen Wirklichkeit, Stufe der wissensmäßigen Entwicklung, Forschung, erste Geisteserkenntnisse und deren Nutzung. Geistheilung steht hier, Telepathie und so weiter und so fort. Ja, also primäre Erkennung der realen Wirklichkeit. Ja, so einige von uns, ne? So. Die meisten sind so im Glauben gefangen. Gut. Siebtens, primäre Entwicklung von Wissen und Weisheit. Dann kommt Intellektleben. Der erste Unterpunkt des Intellektleben ist Hochentwicklung des Intellekts, hohe Technik, zweite Geisteskraftnutzung mit ersten Erkenntnissen, primäre Zeugung von Lebensformen. Dann, das folgende ist dann die gegenwärtige Stufe des gebildeten Erdenmenschen, gleich Wissenschaftler und so weiter, Realisierung und Anwendung von Wissen, Wahrheit und Weisheit. Dann kommt erste Nutzbarmachung von Wissen und Weisheit. Und der vierte Punkt ist dann Anerkennung und Nutzbarmachung der Naturgesetze, Erschaffung von Hypertechnik, zweite Zeugung von Lebensformen. Zweite Zeugung von Lebensformen bedeutet Klonen zum Beispiel, wo es also nicht auf dem natürlichen Wege gezeugt wird, sondern eben künstlich. Fünftens, natürliche Anwendung von Wissen und Weisheit in Erkennung der Geisteskräfte, weiterer Abbau von Glaubensannahmen. Also, dass auch Wissenschaftler, die meisten sind auch gläubig in irgendeiner Form. Und wenn es an gläubig in Form an die Wissenschaft ist, so wie ich da schon mal erklärte mit Lichtgeschwindigkeit, wo wir sagen, ah, das ist unmöglich, das ist etwas schneller als Lichtgeschwindigkeit. Das ist auch eine Glaubensannahme, das ist kein Wissen in dem Sinne. Sechster Unterpunkt des Intellektleben. Leben in Wissen der Weisheit, Wahrheit und der Logik. Und jetzt der nächste ist gegenwärtige Stufe einiger weniger Grenz- und Geisteswissenschaftler. Das ist die primäre, der siebte Unterpunkt und letzte Unterpunkt des Intellektlebens. Primäre Erkennung der Wirklichkeit als reales Absolutum. Ja, wenn da viele von uns wären, das wäre gut. Dann könnte man zum Realleben, das ist die vierte Hauptperiode, übergehen. Der erste Punkt ist klares Wissen über die Wirklichkeit als reales Absolutum. Zweiter Unterpunkt, Erkennung des Geisteswissens und der Geistesweisheit. Drittens, Nutzbarmachung des Geisteswissens und der Geistesweisheit. Viertens, Erkennung der Realität der Schöpfung und ihrer Gesetze. Da sieht man, wie weit wir noch davon entfernt sind, die Gesetze der Schöpfung zu erkennen. Obwohl sie für jeden offensichtlich erkenntlich sein sollten in der Natur, aber wir laufen halt mit Scheuklappen oder einfach ignorant durch die Gegend. Dann wüssten wir, wie wir uns zu verhalten hätten. Und dass wir unsere Natur natürlich nicht, dass die nicht die Natur und die Umwelt nicht verschmutzen würden und alles tun würden, um sie so lange wie möglich zu erhalten
um den Planeten so lange wie möglich zu erhalten, weil das so unsere Lebensbasis ist. Ja. Sind wir aber noch ein Stück vom Weg. Dann als nächste, die nächste Stufe haben Sie dann geschätzt, dass das Billys gegenwärtige Stufe sei, die bereits zur nächsten hin tendiert. Und das ist der fünfte Unterpunkt vom Realleben. Leben nach den schöpferischen Gesetzen, Klärung des Geistes und des Intellekts, Erkennung der wirklichen Aufgabe und Kraft des Geistes, totaler Abbau aller Glaubensannahmen. Und angeblich tendierte Billy halt zum nächsten Punkt hin. Gezielte, sechster Unterpunkt des Realleben, gezielte und gesteuerte Nutzbarmachung geistiger und bewusstseinsmäßiger Kräfte. Ja, da haben die Plejaner einen voll daneben liegen. Er ist also schon weiter als sie. Und das kommt gleich noch dann. Der letzte Unterpunkt des Realleben, ist die Zeugung erster lebensfähiger Lebensformen. Und jetzt kommt die fünfte Hauptperiode, das ist das Kreationsleben. Ich zeige das nochmal kurz hier, da könnt ihr da. Aber ich setze auch den Link wieder rein, dann könnt ihr das genau nachlesen natürlich. Und das ist dann alles wesentlich einfacher nachzuvollziehen. Also wenn ich das hier nur vorlese. Ich verstehe da auch nicht jeden Punkt im Detail, aber die bewusstseinsmäßige Entwicklung ist eigentlich offensichtlich. Und das hat für mich eben so viel Sinn gemacht. Kreationsleben. Zeugung und Steuerung von Lebensformen. Zweitens Erschaffung maschineller apparatureller, lebensfähiger Lebensformen. Das wären dann wahrscheinlich Androiden. Ich müsste noch mal fragen, aber bin mir ziemlich sicher. Erschaffung maschineller, lebensfähiger Lebensformen, dass es sich da um Androiden handelt. Drittens, geistige und bewusstseinsmäßige Kraftentwicklung zur Beherrschung materieller, organischer Lebensformen. Die folgenden vier Punkte sind die gegenwärtigen Stufen der Plejaden. Viertens, willensmäßige Beherrschung des Lebens und aller seiner Formen und Arten. Fünftens, Stufe der Erkennungen, Rückerinnerungen an frühere Leben und so weiter. Das zeigt schon, zum Beispiel, wenn Leute sagen, ja, Rückführung in voriges Leben, das ist alles Blödsinn. Ne? Da, also braucht ihr euch gar nicht mit zu befassen. Es gibt da einige wenige Individuen auf diesem Planeten, die das können oder sich erinnern. Aber man kann da niemanden zurückführen. So, das ist alles. Einfach nur dumm. Also Einbildung oder wie auch immer, Illusion. Ja, man muss auch schon ziemlich weit sein, um sich an vorige Leben zu erinnern. Das kann schon passieren, gerade wenn eben sozusagen das bei Kindern noch oder dass wenn die sozusagen eben ihr voriges Leben nicht komplett verarbeitet haben, dass dann eben noch diese Erinnerungen da sind, weil die sozusagen ihr letztes Leben im Jenseits noch nicht verarbeitet haben. Und kann durchaus sein. Ich glaube, Ian Stevenson ist so jemand, der da so Wälzer drüber geschrieben hat, der das wissenschaftlich untersucht hat, ob Kinder sich an vorige Leben erinnern. Und Billy war auch mal dabei, wo ein Mädchen in Indien, als er in Indien war, sich also genau erinnerte, wo sie gelebt hat, und sie hat dann die Leute dort auch hingeführt. Und sie sagte dann noch, dass in der Wand dort Geld versteckt sei. Und sie sagte sogar die Summe. Und so war es dann auch. Und das ist also schon ein überzeugendes Beispiel, dass sich das Mädchen wirklich an das vorige Leben erinnert hat. Aber wie gesagt, das ist meist dann das Resultat, dass
diese Geistform zu früh wieder ins Leben gekommen ist. Und nicht, dass die Person unbedingt so spirituell hochentwickelt ist. Kann natürlich sein, aber in der Regel ist das eher nicht der Fall. Gut. Sechster Punkt, Weisheitskönigtum. Zweitletztes höchstes Machtwissen. Ja, das, was auch als Ishvish bezeichnet wird bei den Plejaden, das ist also, oder eben weibliche Form ist Ishrish. Und Semyase war auch eine Weisheitskönigin, bis sie den Unfall hier hatte im Zentrum, den Unglücklichen. Und dadurch hat sie dann viel Wissen wieder verloren, was sie sich aber wieder erarbeiten wird und sicherlich wieder eine Weisheitskönigin wird. Und auch Ptah zum Beispiel, Ptah hat jetzt sogar noch einen höchsten Titel, ein Shrut ist das dann, das ist den höchsten Titel, den man erlangen kann. Und ja, so ist das. Svat war halt auch ein Ishvish, auch ein Weisheitskönig. Das ist aber nur ein Titel und ist relativ zu sehen. Aber um diesen Titel zu bekommen, muss man also bei den Plejaden eine sehr umfangreiche Prüfung ablegen oder Prüfungen ablegen. Und das ist nicht einfach. Und Quetzal strebt auch danach, diesen Titel zu erlangen, Ishvish. Und ja, ich wünsche ihm da viel Glück. Siebter Punkt, Erkennung des geistigen Friedens, der Universalliebe und der schöpferischen Harmonie. Das ist jetzt nicht so, weil ihr mal einen Joint geraucht habt und locker drauf seid, sondern das ist ein Friede, der das Wesen vollkommen durchdringt und auch nicht sich nicht mehr erschüttern lässt durch Stress oder Leute, die einen nerven oder was auch immer, sondern eine tiefe Erfahrung des Friedens und der Universalliebe und der schöpferischen Harmonie. Ja. Solche Menschen sind äußerst selten anzutreffen. Obwohl es auch auf diesem Planeten schon einige Wesen gibt, die außergewöhnlich sind, das will ich nicht in Abrede stellen, aber sehr wahrscheinlich schwierig, die zu treffen, weil sie in der Regel sehr zurückgezogen leben. Sechste Hauptperiode, Geistesleben. Erstens, Anerkennung und Verwirklichung des geistigen Friedens, der Universalliebe und der schöpferischen Harmonie. Zweitens, Leben in rein geistigen Formen. Drittens, geistige Kreationen. Sechstens, Entkörperung des Geistes von organischen Körpern. Dazu habe ich Billy befragt und da sagte ich, dass, ob das bedeutet, dass dann die Geistform nicht mehr in einen physischen, grobstofflichen Körper geboren wird. Und das hat er bestätigt. Das ist dann, was die Plejaden beschreiben, wo man schon noch einen Körper hat, aber der nicht mehr grobstofflich ist. Also sozusagen wie ein Hologramm könnte man sich das vorstellen. Oder rein feinstofflich. Und also du könntest durch die Person hindurchgreifen. Und das ist jetzt so mein persönliches Denken. Ich siedle Billy da halt so im Geistesleben an, da ja der Bahnschrut ja auch ist und der nur einmal im Universum oder in der Schöpfung existiert. Das ist natürlich für viele Leute ein bisschen hoch, aber sagen wir mal, ist mal so. Und ich
ja, oh, ich schätze ihn da so geistige Kreation, dass er so in dem Bereich ist, vor dem nächsten Schritt, wo denn die Entkörperung des Geistes von organischen Körpern ist. Der fünfte Punkt ist dann erstes geistiges Dasein. Da ist dann also nichts mehr mit, überhaupt nicht mehr mit Körper. Oder eben immer subtiler dann. Dann endgültiges geistiges Dasein. Das ist der sechste Punkt. Und der siebte Punkt ist dann Übergang in die Schöpfung. Und dann die siebte Hauptperiode ist dann das Schöpfungsleben. Und das sind dann alles nur noch Reingeistebenen, die dann immer subtiler werden. Das hat mir Billy auch so bestätigt. Der erste Unterpunkt ist Dämmerschlaf über sieben Perioden, Ewigkeiten. Zweitens Erwachen und Kreationsbeginn in der Schöpfung als Schöpfung während sieben Perioden, Ewigkeiten. Drittens, Kreieren von Lebensformen. Das ist auch alles Sachen, wo ich nicht so verstehe. Kreieren von Lebensformen. Ja, vielleicht kann mir Billy da was zu sagen. Dann viertens, Kreieren von Neugeist in Vervollkommnung der Schöpfung. Fünftens, Kreation geistiger Größe in der Schöpfung. Also ein Aufsteigen innerhalb der rein geistlichen Ebenen, innerhalb der Schöpfung, so verstehe ich das. Sechstens, Vervollkommnung der Schöpfung in der Schöpfung. Siebtens, letztes Erlangen höchster Vollkommenheit der siebenten Periode, / Ewigkeit. Ja, da muss man sich aber nicht so genau mit befassen. Ist gut zu wissen, so, das kommt auf uns alle zu. Wir sehen uns dann. Ne? So, dann sagt sie weiter, der Dämmerschlaf der Schöpfung dauert sieben Perioden, Ewigkeiten, große Zeitalter. Das bedeutet alles das Gleiche. Also, ich sage am liebsten immer große Zeitalter. Und ein großes Zeitalter sind 311 Billionen 40 Milliarden Jahre. Das ist die Existenzspanne einer Schöpfung mit seinen sieben Universen und den sieben Gürteln. Und unsere Schöpfung ist jetzt 46 Billionen Jahre alt. Und dieser Dämmerschlaf der Schöpfung, also wenn die Schöpfung dann aufhört zu existieren nach 311 Billionen Jahren, dann geht sie in einen 7 mal 311 Billionen Jahre langen Dämmerschlaf über. Also ziemlich lang. Das sind alles Zahlen, die kann man sich sowieso nicht vorstellen. Durch den Dämmerschlaf der Schöpfung hört alles Leben und das ganze Universum auf zu existieren. Erst nach ihrem neuerlichen Erwachen beginnt sie wieder alles neu zu kreieren. Also wenn die Schöpfung aufhört zu existieren, dann ist dieser Dämmerschlaf. Also nach dem Dämmerschlaf entsteht eine neue Schöpfung. Und diese Schöpfung hat dann keinen Materiegürtel mehr, also keinen grobstofflichen Bereich mehr. Und so entwickelt sich auch jede Schöpfung immer weiter. Sie sagt dann weiter, Semyase, während ihrem Dämmerschlaf gibt es weder Raum noch Zeit. Es gibt nur das Nichts, was Billy auch oft als Nihilo beschreibt oder benennt. Weil sie schlafend im unendlichen Schoße der Schöpfung und der Nullzeit liegen. Wenn kein kreierender Gedanke ist, dann ist auch keine Kraft, keine Zeit und kein Raum. Es ist nur Dauer im namenlosen Nichts. Billy, jetzt bin ich um einiges gescheiter.
Semyase, du wirst es verkraften und verarbeiten, wohl eher als ich. Billy, ich hoffe, dass ich das schaffe, auch wenn es mir einiges Kopfzerbrechen verursachen wird. Ganz besonders das namenlose Nichts, mit dem ich bisher noch nie über die Runden gekommen bin. Semyase, lachend, deinen Kopf wirst du schon behalten. Doch um das namenlose Nichts mache dir nicht zu sehr Gedanken, denn auch uns bedeutet es ein Geheimnis, das wir nicht lösen können. Jetzt ist es aber wieder Zeit für mich, denn ich muss gehen. Was ich dir eigentlich sagen wollte, muss ich nun verschieben bis zum nächsten Mal, wenn du nicht etwas anderes als wichtiger erachtest. So, das war's für heute und ja, viel Spaß beim Nachdenken. Bis dann. Ciao.